Wir fassen hier unsere Erkenntnisse bezüglich Skalarprodukt und Vektorprodukt zusammen. Angegeben werden zwei Vektoren U und V mit demselben Ursprung A, so dass sie diesen Winkel Alpha bilden. Diese zwei Vektoren U und V bestimmen diese Ebene Pi. Das Skalarprodukt wird definiert wie folgt: U Skalar V, das ist die Länge vom Vektor U mal die Länge vom Vektor V mal Cosinus des Winkels Alpha, den sie bilden, wenn sie denselben Ursprungspunkt haben, was ja hier der Fall ist. Das Skalarprodukt wird auch definiert als die Zahl 0, falls einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist. Dieser Teil der Definition ist erforderlich, denn wenn einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist, dann bilden sie gar keinen Winkel Alpha. Vom Skalarprodukt haben wir vier Eigenschaften bewiesen. Die erste: Das Ergebnis vom Skalarprodukt ist ein Skalar, eine reelle Zahl. Das Skalarprodukt ist kommutativ. Hier haben wir diese gemischte Assoziativität. Und das Skalarprodukt ist distributiv gegenüber der Vektorenaddition. Die Norm eines Vektors ist definiert als Quadratwurzel von dem Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst. So ist die Norm des Vektors U definiert und diese Definition hat als direkte Konsequenz, dass die Norm eines Vektors nichts anderes ist als seine Länge. Das Vektorprodukt von zwei Vektoren wird wie folgt definiert: U vektoriell V, das ist ein Vektor W, großer Unterschied zum vorigen Produkt, hier ist die Antwort eine Zahl, hier ist die Antwort ein Vektor. Und dieser Vektor wird bestimmt durch drei Eigenschaften. Erste Eigenschaft: Der Antwortvektor muss orthogonal zu U und gleichzeitig orthogonal zu V sein. Die Länge von diesem Antwortvektor, das ist die Länge des Vektors U mal die Länge des Vektors V mal Sinus des Winkels, den sie bilden, wenn sie denselben Ursprungspunkt haben, was in dieser Zeichnung ja der Fall ist. Da der Antwortvektor W orthogonal zu U und orthogonal zu V sein muss, muss der längs dieser Geraden hier sein. Er kann dann aber nach oben oder nach unten zeigen. Um den Richtungssinn festzulegen, haben wir eigentlich drei Mittel. Erstes Mittel ist der Korkenzieher. Man setzt den Korkenzieher mit dem Gewinde längs dieser Vertikalen an und dreht den Korkenzieher von U nach V, vom ersten des Vektorprodukts zum zweiten hin. Wenn man den Korkenzieher so dreht, bewegt er sich nach oben und dies ist dann der Richtungssinn von der Antwort U vektoriell V. Man kann das auch machen mit der Drei-Finger-Regel der rechten Hand. Der Daumen zeigt längs U, der Zeigefinger zeigt längs V und der Mittelfinger, der zeigt dann in den Richtungssinn von U vektoriell V. Es gibt noch ein drittes Mittel, um diesen Richtungssinn festzulegen und dazu komme ich etwas näher. Um den Richtungssinn von U vektoriell V festzulegen, kann man auch einfach die rechte Hand nehmen und mit den Fingern von U nach V drehen. Wenn man mit den Fingern so von U nach V dreht, dann zeigt der Daumen den Richtungssinn von U vektoriell V. Auch wenn man mit den Fingern so drehen muss, von U nach V, so, auch dann gibt der Daumen den Richtungssinn von U vektoriell V. So, jetzt ziehe ich mich wieder zurück in meine obere Ecke und mache von da aus weiter. Egal mit welcher Regel wir den Richtungssinn von U vektoriell V festlegen, in dieser Zeichnung hier zeigt U vektoriell V auf jeden Fall in diesen Richtungssinn. Und zwar so, dass U vektoriell V orthogonal zu U ist, das heißt, diese beiden Vektoren müssen einen rechten Winkel bilden, der ist da zu erkennen. Ich drehe das Ganze jetzt mal und wir beobachten, wie U vektoriell V effektiv mit diesem Vektor U immer einen rechten Winkel bildet.
So, u-vektoriell v bildet aber auch mit dem Vektor v einen rechten Winkel. Auch das können wir in dieser Zeichnung sehr schön beobachten. Beide sind also rechte Winkel. Beobachten wir das schön. Hier sei noch erwähnt, wenn einer der beiden Vektoren u und v der Nullvektor ist, dann wird das Vektorprodukt u vektoriell v als Nullvektor definiert. Auch hier ist der zweite Teil der Definition erforderlich, denn wenn einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist, dann bilden u und v keinen Winkel alpha und somit wäre der erste Definitionsteil ungültig. Die Eigenschaften vom Vektorprodukt sind folgende. Erste Eigenschaft, die Antwort vom Vektorprodukt ist ein Vektor. Zweite Eigenschaft, das Vektorprodukt ist nicht kommutativ, sondern es ist antikommutativ. Das heißt v vektoriell u, das ist minus u vektoriell v. Hier haben wir eine ähnliche Assoziativität wie da. Auch hier ist das eine gemischte Assoziativität. Und auch hier gilt die Distributivität des Vektorprodukts gegenüber der Vektorenaddition. Wenn das Ganze sich in einem orthonormierten Bezugssystem befindet und die Vektoren u und v werden da anhand ihrer Koordinaten angegeben, so kann man das Skalarprodukt, die Norm sowie auch das Vektorprodukt nur anhand dieser Koordinaten sehr einfach berechnen. Schauen wir zuerst in unserer Zeichnung. Wir schalten zuerst die 3D-Achsen ein, beschriften diese Achsen auch. Und jetzt zeigen wir noch deutlich, dass dieses Bezugssystem orthonormiert ist, indem wir einfach die drei Einheiten hier angeben. In so einem orthonormierten Bezugssystem gilt, das Skalarprodukt von U und V kann ganz einfach berechnet werden durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Wir rechnen Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Die Norm eines Vektors, das heißt seine Länge, kann dann einfach berechnet werden durch Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat und diese Summe unterhalb der Quadratwurzel. Und das Vektorprodukt dieser beiden Vektoren kann auch sehr einfach berechnet werden durch diese Formel, die ist nur etwas schwieriger zu behalten. Dazu haben wir zwei Tricks. Der erste Trick funktioniert wie folgt. Man schreibt die Koordinaten von u und v in dieser Reihenfolge untereinander und das Vektorprodukt hat dann diese Koordinate. Wie kann man die schön behalten? Wenn man die Abszisse vom Vektorprodukt sucht, dann versteckt man hier die beiden Abszissen, bildet die kleine Determinante, die jetzt zu sehen ist, u2v3 minus v2u3. Wenn man die Ordinate sucht, dann versteckt man hier die beiden Ordinaten, so, und rechnet die kleine Determinante, die jetzt noch zu sehen ist, u1, u3, v1, v3. Diese Determinante, wir rechnen also u1v3 minus v1u3, aber in der Mitte, bei der Ordinate, ist vor diese Determinante ein Minus zu setzen. Das muss man eben auswendig behalten. Und um das Lot vom Vektorprodukt zu finden, verstecken wir u3 und v3 und rechnen diese kleine Determinante aus, die jetzt noch zu sehen ist. So kann man sich das schön merken. Es gibt eine andere Art, sich das zu merken. Man schreibt u1, u2, u3 so einmal, zweimal untereinander. Rechts davon dasselbe für v1, v2, v3 ein zweites Mal. Dann streicht man die obere und die untere Zeilen so.
Jetzt bildet man so Diagonalen von U2 nach V3, von U3 nach V1 und von U1 nach V2. So. Jetzt die Diagonalen andersrum, von U3 nach V2, von U1 nach V3 und von U2 nach V1. So. Jetzt hat man hier so kleine Kreuzchen. Das erste Kreuz bestimmt die Determinante U2V3 minus U3V1. Das ist genau die Abszisse. Das zweite Kreuz bestimmt die Determinante U3V1 minus U1V3. Das ist genau die Ordinate. Und das dritte Kreuz ergibt dann U1V2 minus U2V1. Das ist genau hier das Lot. Hier ist also zu behalten, dass die blauen Produkte mit einem Plus versehen werden und die grünen mit einem Minus versehen werden. Aber das ist ja sowieso so in einer Determinante. U2V3 minus U3V2, so rechnet man ja eine Determinante. Übrigens, weil hier durch diesen Trick diese drei Kreuze entstehen, nennt man das Vektorprodukt von zwei Vektoren auch ihr Kreuzprodukt.